Ja, die Vorfreude ist natürlich riesig. Also wir sind gewappnet, wir haben richtig gut gearbeitet und wollen es natürlich auch am Samstag die ersten 3 Punkte dieses Jahres einfahren, weil, wie gesagt, wir haben richtig gut gearbeitet, sehr hart und intensiv, viele Einheiten gehabt. Jetzt müssen wir es auf den Platz bringen. Nein, also das ist natürlich kein Fluch. Also wir freuen uns, dass wir so sensationelle Fans haben. Das ist einfach geil, dass sie uns so fanatisch unterstützen. Wir machen das zu einem richtigen Fanfest für uns hoffentlich und dementsprechend sind wir natürlich doppelt motiviert, in Nürnberg zu gewinnen. Ja, wir fahren auf jeden Fall dahin, um zu gewinnen. Ach, ja, nach einer langen Pause muss man natürlich erstmal wieder ein bisschen reinkommen in das Spiel. Ich denke, wenn wir so spielen, wie es der Biro uns vorgibt, aggressiv und ja, bissig gegen den Mann, dann müssen wir uns gar nicht so sehr mit dem Kopf beschäftigen, sondern einfach gleich von vornherein die Aggressivität hochhalten und ja, am besten natürlich dann die Gegner zu Fehlern zwingen. Gut, Timo war schon länger leider verletzt, kam jetzt durch die Vorbereitung nicht durch. In der Vorbereitung haben sich dann die 2 weiteren verletzt. Man muss mal sehen, wann sie auch zurückkommen. Aber ich glaube, unser Kader ist von vornherein breit und stark genug gewesen. Und mit Michi haben wir jetzt noch einen richtig guten Fußballer dazu bekommen. Nicht nur Fußballer, sondern auch Mensch, der, glaube ich, perfekt auch in die Mannschaft und in die Struktur der Mannschaft passt. Dementsprechend, ja, wir waren vorher gut. Wir sind wahrscheinlich jetzt durch das harte Training noch ein Stückchen besser geworden. Und das wollen wir natürlich auch zeigen. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Wir beschäftigen uns eigentlich weniger mit den Gegnern. Wir trainieren hier hart und ja, trainieren natürlich auch unser Spiel. Wir wollen natürlich nicht so sehr nach den Gegnern schauen. Wir wissen, dass wir ein gewisses Polster haben. Wir wollen aber auch von vornherein gut starten, dass auch die Konkurrenten, die gemeldet sind oder die sich melden für die dritte Liga, dass sie auch, ja, dass wir sie auf Distanz halten können und dass die Hoffnungen von Spieltag zu Spieltag schwinden. Nein, also es war ja auch nichts los. Also es gab keine Spiele. Ich habe mich jetzt auch nicht mit den anderen Mannschaften beschäftigt, was sie oder wie sie gearbeitet haben. Die Saison geht jetzt am Samstag los. Dann schaut man natürlich auch von Spieltag zu Spieltag wieder auf die Ergebnisse. Fakt ist, dass wir uns schon gegen die Amateurmannschaft in der Hinrunde mit am schwersten getan haben. Und ja, das müssen wir diese Rückrunde dann definitiv noch ein bisschen verbessern. Die sportlichsten Bilder aus München. Unterstützt von Foto Video Sauter.